Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Memoria, dem zweiten Teil von Das schwarze Auge. So, wir haben jetzt hier ein paar Sachen eingesammelt. Das führt doch zu nichts. Ah, zu Recht. Das bringt mich nicht. Ich darf mein Ziel nicht aus. Das bringt mich. Okay, die Bürste kann ich mit nichts benutzen. Aha. Aha. Alkoholgetränkter Verband. Das macht Sinn, wenn man verwundet ist. Bin ich aber nicht. Mach ich ihn nur. Ich darf mein Ziel. Das führt. Der Weg der Willkür. Der Weg der Willkür? Ich sollte lieber nicht. Okay, ja, ein alkoholgetränkter Verband bringt mich jetzt so direkt auch nicht weiter. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Jetzt schon so ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Haltet euch von den Wächtern. Selbst ihre abgetrennten... Ja, hatten wir schon. Bleib unten. Ja, hatten wir auch schon. Hoffentlich war das der letzte. Weiß ich nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Und dann das würde ihm nicht. Dann lassen wir das lieber. Das würde ihm... Er ist ein flinker Kämpfer. Ich sehe keine einzige Wunde. Ah, der Krieger vielleicht. Der hat doch eine Wunde. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Aber willst du nicht vielleicht trotzdem? Du blutest. Ich brauche keinen... Beeindruckend. Danke, Prinzessin. Aber das hilft uns leider auch nicht, das Schloss zu finden. Moment. Hier war doch sowas wie Blut, sowas... Das wird niemals gehen. Nicht? Aber ich dachte, das könnte ich damit abwischen vielleicht. Mit dem Verband? Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ach nicht. Vielleicht, wenn ich da Alkohol drüber schütte? Nein. Ich darf mein... Und die Pferdebürste probiere ich noch. Lieber nicht. Ach, scheiße. Hier sind Einkerbungen. Schrift. Ja, das hatten wir jetzt nun auch schon. Nein, einfach nur Einkerbung. Aber was mache ich damit? Kann ich da irgendwas... Ich muss sparsam mit dem Verband umgehen. Viel habe ich nicht. Okay. Ich darf jetzt nicht den... Also, Pferdebürste. Das muss nicht... Ich muss sparsam... Das würde ihm nicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er will. Also was das Spiel... Das muss nicht gereinigt werden. Von mir, das muss nicht gereinigt werden. Das heißt, mit der Bürste kann sie irgendwas reinigen. Hiermit kann sie eine Wunde verbinden. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch, woher. Ach so, weil er so viel gesoffen hat. Harun liebte Pferde. Mehr als sie ihn. Pferde und Frauen. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Eine Rolle verbannt. Haruns Dolch ist nun mein Dolch. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Das wollen wir ja nochmal sehen. Hätte nämlich fast wetten können, dass wir das irgendwann noch gegen irgendwas eintauschen müssen. Ja, hier muss nichts gereinigt werden, obwohl eigentlich ja schon. Und die Bürste nochmal hier... Das, lieber nicht. Würde ich ja schon gerne reinigen. Ach, verdammt, was soll ich denn machen? Ich nehme nochmal... Also Verband, Bürste und Alkohol. Ich sehe hier nichts... Das muss nicht gereinigt werden. Ich sehe hier nichts, was gereinigt werden muss. Ja, muss alles nicht gereinigt werden. Komm, geh nochmal da rein. Vielleicht muss die Tür gereinigt werden hier. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Doch. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Magier denken immer zu kompliziert. Tretet zurück. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Sechs Beine klingt nach Insekten. Ich kann Insekten nicht ausstehen. Bei allen zwölf Göttern. Das läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben.
Was müssen wir kleben? Ach Mist, jetzt ist die Bürste natürlich weg. Hä, was habe ich denn da gerade aufgehoben? Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was ich... Welcher Kerkermeister versieht ein so kompliziertes Schloss mit einem so zerbrechlichen Schlüssel? Hä, sie hat doch gerade irgendwas aufgehoben, oder nicht? Ich darf jetzt nicht... Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Verband nehmen. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Ah, hier, Moment. Haha. Vielleicht da was von dem klebrigen Zeug? Hm. Nein. Wie nein? Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Ja, aber... Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Och, unten. Keine Ahnung. Dolch? Vielleicht da was abkratzen? Ja. Jetzt ist die Klinge klebrig. Sehr gut. Und jetzt rammen wir den Dolch dem Magier in den Rücken. Nein, Hier. Kleb damit das Bein. Genau, das wollte ich sagen. Die Tür geht nur einmal auf. Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alric? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin! Wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Au! Oh, passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alric! Kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft! Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen! Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Ja, genau. Und zwar mit dem Rubin. Den müssen wir irgendwie, ins Licht, halten oder so, glaube ich. Der Almandin gehört mir. Ich werde ihn auf keinen Fall opfern. Ja, wollte ja auch keiner, dass du das machst. So, Stäbchen. Räuche. Ah, was? Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Ew. Dann verbind dich mal. Nein, nicht, du sollst nicht die Dunkelheit verbinden. Du sollst... Oh Mann. Er riecht nach Pflaumen. Er riecht nach Pflaumen? Er riecht nach Pflaumen. Er riecht nach Pflaumen. Blutiger Haken. Ew. Können wir den sauber machen? Der Verband ist jetzt voller Blut. Okay. Inwiefern hilft uns denn das jetzt weiter? Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Hm. Sie ist ja eine ganz taffe. Silberschale. Ich glaube, das könnte uns helfen. So, Silber. Moment, was steht hier? Verstaubte Silberschale. Oh, kann ich die sauber machen? Der trockene Verband verwischt den Dreck nur. Mhm, deswegen machen wir hier Alkohol. Gut. Aber ich brauche noch etwas, um den Alkohol zu verreiben. Drauf und dann? Blutiger Verband verstaubt. Der trockene Verband. Ja, dann mach doch hier. So und so. Das sollte reichen. Ein bisschen gewienert, dann haben wir eine glänzende Silberschale und können die... Ja, ich... Moment, ich muss mal eben... Lichtspalt... Ringhalterung, Loch. Loch? Das ist kein Ausweg.
Das ist nur ein Loch. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Ja, Moment, vielleicht kann man das hier mit ein bisschen... Mir fehlt die Vision. Die Vision? Ich wollte das damit ein bisschen erweitern. Sie ist leer. Es riecht würzig. Und süß. Ach, das ist so ein, Räucherstäbchen. Okay, das verstehe. Ja, das Messer ist offensichtlich verschwunden. Rubin, können wir den da einsetzen? Nein. Nein, okay. War ja nur so eine Idee. Räucherschale? Nein. Das ist gleich pumpig werden. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht... Ich muss anders... Ja. Ach, Freunde. Loch, kann ich den Spiegel ins Loch setzen? Nein. Nein. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Aha. Bei denen. Ja? Ist sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ja, dann zugegriffen und raus hier, oder was? Ayal, ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Oh oh. Keine Magie. Na los. Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Okay, geil. Was haben wir jetzt? Glühende Augen. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Vielleicht können wir ihm die ausstechen oder so. In die Räucherschale? Ich kann die Schale nicht direkt am Feuer entzünden. Ach so, Stab. Okay, Moment. Vielleicht können wir das Räucherstäbchen hier anzünden. Scheint zu funktionieren. So, perfekt. Ja, dann riecht es schon mal besser. Ist ja schon mal ein Fortschritt, wa? So, damit können wir vielleicht das... Kann man die irgendwie entzünden? Rauchende Schale. Habe ich da jetzt irgendwas von? Ich darf jetzt nicht den Kopf... Dann behalt den mal. Hä? Was? Wie? Was ist das? Blut? Rauch? Der Stab? Was hat das zu bedeuten? Es war ein billiger Rätselhinweis, aber Blut? Wo ist die Räucherschale? Ah, willkommen, Scha... Was war das? Wer bist du? Was machst du in meinem Kopf? Hallo? Ja, du musst schon den Stab anfassen. Ihr müsst mich schon berühren, wollt ihr mich hören, Charizard. Bist du ein Dämon? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier, in der Dunkelheit, festgekettet, vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Ja, das wäre nett gewesen. Vielen Dank. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen und ich kann den Wächtern Befehle erteilen. Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht.
Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herren und Diener. Zusammen erobern wir die Welt. Abgemacht. Was? Wirklich? Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Entzünde die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Okay. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Bei meinen Ahnen seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Ich lasse den erstmal da. Mir ist das alles ein bisschen... Okay. Würde ich jetzt wirklich Rollen spielen, müsste ich es wahrscheinlich sofort machen, weil sie so drauf ist, aber... ich finde das ein bisschen befremdlich. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand... Ja, ja. Erst riss ich mir die Hand auf, dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Ach, warum denn? Nein, er ist zu schwer. Von Hand bekomme ich seine Leiche nicht frei. Oh. Nein, von Hand Oh. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Der Magier ist tot. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit baren Händen. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Das ist kein Ausweg. Ha. Ah, eine brüchige Wand, ich verstehe. Feuerschalen, was... Moment, ich gucke gerade mal, was wir hier für Hotspots haben. Den Stab ist klar, Haken, das... Wächterreste, was ist das hier? Eine Metallkugel. Was ist, warum ist das hier eine andere Farbe? Verstehe ich gerade nicht. Ach, das ist der Magier wahrscheinlich. Das war noch die brüchige Gewand, dann haben wir hier das Loch, dann die Feuerschalen. Guck mal, das sind mal die Feuerschalen. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Wollte ich ja gar nicht. Der Stab hat mir Licht gemacht. Ich traue ihm keine drei Spannweit. Das ist schon mal gut. Das klang nämlich eben schon ein bisschen anders. An einem Ende hängt der Zauberstab, am anderen eine schwere Metallkugel. Ach so. Und nun? Wohin damit? Na, ins Loch. Ist doch klar. Das würde klappen, wenn die Kugel den Stab nicht mit in den Abgrund reißen würde. Und? Ja gut, sie will ihn ja befreien. Ja, ich fürchte, ich muss den Stab jetzt irgendwie befreien. Holt mich hier raus und ich werde euch helfen. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man nie. Du steckst immer noch fest. Lockert die Halterung und zieht... Gut. Oder auch nicht. Ich lockere die Halterung. Wie lockere ich denn die Halterung? Vielleicht mit Alkohol? Das hilft mir auch nicht. Gerade nochmal gucken. Es gibt aber keine explizite Halterung, oder? Es ist einfach nur... Ah, Moment. Vielleicht kann ich die Metallkugel durch die Ringhalterung... Und nun? Wohin damit? Dadurch? Genau. Und... Dann ins Loch? Vielleicht geht das... Ja, ja, scheint zu funktionieren. So viel dazu. Kann ich den jetzt nehmen, oder? Ah, ja. So, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrinnbar. Aber du sagtest... Ach, Charizard...
Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts, gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Todgeweihte. Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinausfinden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizard. Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling. Und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht? Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. Ja, ich traue ihm trotzdem nicht. Aber gut, ich habe den Stab und mit dem kann ich die brüchige Wand hier einreißen, oder? Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Schade. Ah, etwas Spitzeres. Ich habe nichts Spitzes. Aktivieren, deaktivieren. Kann ich den Wächter hier aktivieren? Geht das? Psst, beweg dich. Oh, das geht tatsächlich. Er hält noch immer die Maske. Und Haruns Dolch. Oh, er lebt noch. Ihr lebt noch? Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Beruhigt euch. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Draconia. Zum Prinzen. Zum Prinzen? Welcher Prinz? Galved? Seid ihr noch da? Er lag blutend am Boden und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Echt mal. Quatschkopf. Okay, aber ich denke mal, das Messer... beziehungsweise der Dolch wird uns hier rausbringen. Die Maske... Auf ihrer Innenseite sind Schriftzeichen. Was muss ich tun, um ihre Macht zu wecken? Geht tief in euch. Was ist das Grausamste, was euch je angetan wurde? Man hat mich verraten und gedemütigt. Erinnert ihr euch an das Gesicht desjenigen, der euch das antat? Ja. Schaut ihm tief in die Augen. Und Shazam! Wo auch immer er ist, er hat nun Schluck auf. Ich bin deine Spielchen satt. Es war doch nur Spaß. Sagte ich nicht schon, dass ich nicht weiß, was die Maske macht? Ich habe eine vage Erinnerung, aber mehr auch nicht. Ich werde es schon noch herausfinden. Na gut. Ja, dann soll es das gewesen sein für die zweite Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal finden wir einen Weg nach draußen. Bis dann!